Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu diesem Video. Heute werden wir über meine Ausrüstung sprechen, was ich für welche Zwecke verwende und ja, welche Technik ich da genau verwende. Was seht ihr nach dem Intro? Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, ich begrüße euch zum heutigen Video aus, ja, Mikes Technik-Ecke. Ich werde heute mit euch über meine Filmausrüstung sprechen. Also, was benutze ich zum Filmen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich Reportagen mache oder ähnliches? Ja, ich werde euch auch so das ein oder andere ja, verlinken, was ich halt verlinken kann. Ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Es werden auch immer wieder ausrüstungstechnische Sachen kommen. Zum Thema Videoaufnahme, Videobearbeitung, aber auch zu anderen Sachen wie Outdoor-Trips, Mikroabenteuer, Bikepacking und so weiter. Das Spektrum auf dem Kanal hier ist schon relativ groß geworden. Und ab und an gibt es auch mal ein bisschen Katzen-Content. Ja, Spaß zur Seite. Ja, meine Lieben, ich fange einmal an mit dem Gerät, mit dem ich gerade diese Aufnahme mache. Das ist nämlich das King Kong 2 Mini von Qbot. Das ist ein Outdoor-Gerät, werde ich euch hier drunter verlinken. Das ist eines der Handys, mit dem ich momentan ja mit am meisten die Videos mache. Das ist nämlich meistens das Gerät, das so ein bisschen manchmal diese Verzögerung zwischen Ton und Bild leider hat. Ja, ist jetzt aber das Gerät, was ich halt, sag ich mal, am ersten gerade entbehren kann. Ja, wir fangen also einmal an. Ich habe wie gesagt, das Qbot Mini. Dann habe ich für die Livestreams, die ich von unterwegs mache, zum einen das iPhone 7 Plus müsste das sein, mit 128 GB und einmal ein iPhone SE der ersten Generation, also quasi optisch das iPhone 4 und technisch das iPhone 6 müsste das sein. Beides etwas ältere Geräte gibt es natürlich nicht mehr zu kaufen, wenn nur noch gebraucht. Dementsprechend kann ich euch die nicht verlinken. Ja, ich habe verschiedene Stative und so weiter. Meistens, wenn ich im Auto filme, ist es eine ganz normale Handyhalterung, die ich nutze, die ich aber zum Glück um 90 Grad drehen kann, dass ich halt auch die Querbildperspektive machen kann. Dann habe ich mir jetzt auch mal endlich einen Selfie-Stick geholt. Gerade für Demonstrationsberichte, für meine spontanen Spaziergangs live und ähnliches, ist das auf jeden Fall eine coole Kombination, weil ich halt zum einen mit dem Handy entsprechend mit ein bisschen Abstand filmen kann, dass das Ganze nicht zu gedrungen aussieht. Und ich kann diesen Selfie-Stick auch hier unten aufklappen und als Stativ nutzen. Ist von daher auf jeden Fall für die Livestreams unterwegs mobil eine coole Sache, mit der ich dann halt vernünftig arbeiten kann. Jetzt im Moment habe ich das ja, Handy auch auf so einem ähnlichen, etwas größeren Geschichte stehen, mit einer Klammer. Die Klammer selber kommt nachher auch nochmal zum Einsatz, beziehungsweise in Verbindung mit einem anderen Stativ, aber dazu später. Ja, für Actionaufnahmen habe ich hier eine Sony, wie heißt die? A100. S, also schon auch etwas älteres Modell, ist eine Actioncam. Das zweite Video, was ich vom Laacher See gemacht habe, werde ich euch auch einmal hier verlinken. Das hatte ich mit der Kamera gemacht, nur leider den Fehler gemacht und habe das hier in dem Gehäuse drin gehabt und dadurch die Tondifferenzen gehabt. Wenn ich jetzt Fahrradtouren oder ähnliches mache für Fahraufnahmen, die ich mit Musik unterlegen möchte, ist das natürlich eine richtig coole Kamera. Das Schöne hier bei der ist, dass ich halt auch mit ein bisschen Tricks mir hier nämlich auch ein Mikrofon anschließen kann, so wie das, was ich jetzt gerade hier verwende. Ja, das ist halt eine Kamera für Actionaufnahmen, für Fahraufnahmen. Das Gehäuse hat einen normalen Anschluss für ein Stativ, das heißt, ich kann da mit einer Klammer, mit einem Saugnapf, ach genau, Saugnäpfe habe ich auch noch, den habe ich jetzt leider vergessen, hier mit beizulegen, aber ja, für so Fahrszenen ist das natürlich schon cool, wenn ich mit dem Saugnapf das irgendwo im Auto festmachen kann und dann entsprechende Aufnahmen machen kann.
Ja, viele Aufnahmen mache ich auch hier mit meiner guten alten Sony, aber so alt ist die gar nicht. DSC HX50 ist noch eine Kamera, die ein bisschen älter ist, die nämlich noch mit einer klassischen SD-Karte funktioniert. Genau, also hier auch schon mal natürlich die ein oder andere Speicherkarte insgesamt, die ich habe. Das Schöne ist, der Akku, der hier drin ist, ist nämlich genau der gleiche wie der in der Actioncam. Das ist also das Schöne, dass ich einen Akkutyp habe, mit dem ich mehrere Geräte betreiben kann. Das heißt, ja, ich bin da ein bisschen flexibler, was das angeht, wenn dann mal der Akku leer geht. Eine weitere Kamera, die ich nutze, ist hier die Sony Alpha 58. Die ist bisher für Interviews zum Einsatz gekommen. Leider habe ich da bisher von den fertigen Videos noch keine Rückmeldung, dass ich die veröffentlichen kann. Das heißt, ich kann euch im Moment leider keine Aufnahmen zeigen, die von der Kamera stammen, weil ich die einfach, ja, wenn ich die Freigabe nicht habe, kann ich kein Video veröffentlichen. Das ist leider so. Ja, wie ihr schon seht, ist hier oben ein Rode VideoMic drauf. Ist ein, ja, Mikrofon, Entschuldigung, ein Richtmikrofon. Ja, die Kamera hat hier ein relativ einfaches Objektiv drin, 18 bis 55er. Für die meisten Sachen, die ich mache, reicht es eigentlich aus von der Brennweite her. Ich werde aber trotzdem noch gucken, dass ich so das ein oder andere weitere Objektiv noch hole. Und kameratechnisch möchte ich auch irgendwann noch mal aufrüsten, genauso tontechnisch. Aber ja, es ist halt nicht gerade einfach, wenn man YouTube, sage ich mal, noch nicht so große Erfolge hat, kann man noch nicht unbedingt eine 2000 € Kameratechnik kaufen. Das ist halt, ja, dürfte jedem klar sein. Ja, funktioniert mit einer 9 Volt Blockbatterie. Ich habe jetzt auch mal einen Akku geholt, wo ich jetzt mal testen möchte, ob das auch mit einem Akku funktioniert von der Stromstärke her, weil die Akkus ja meistens doch ein bisschen weniger Spannung haben als die normalen Geräte. Ja, dann habe ich verschiedene Stative. Einmal hier ein Jodipod, M ist das, glaube ich, gewesen. S, M, keine Ahnung. Ist halt gerade für die Vlog-Geschichte mit den Kameras eigentlich optimal zu benutzen. Und hat den Vorteil, dadurch, dass das hier so ein flexibler Arm ist, kann man den auch zum Beispiel an einem Ast oder ähnlichem festmachen und dann halt auch entsprechend schöne Outdoor-Aufnahmen machen. Der wird in nächster Zeit noch sehr oft bei unseren Mikroabenteuern, Bikepacking-Geschichten zum Einsatz kommen, genau wie die Actioncam, wie die Saugnäpfe und so weiter. Ja, symbolisch hier einfach nochmal so ein Kartenfach, wo halt Micro-SDs drin sind, weil manche der Kameras mit Micro-SD funktionieren, andere mit SD-Karten funktionieren. Und das Case, was ich halt hier habe, ist das Schöne. Ich kann hier zum einen 8 Micro-SD-Karten reinpacken und kann darüber noch 8 normale SD-Cards reinpacken. Ja, sind auch schnell voll teilweise die Geschichten. Micro-SD habe ich zum Beispiel hier in der Kamera drin oder auch in den Handys. Ja, dann gehen wir mal weiter. Symbolisch einmal natürlich ganz viele Kabel, Kopfhörer, Mikrofon und sowas. Ja, das hier ist ein Ansteckmikrofon, sogenanntes Lavalier. Manchmal mache ich es auch mit einem Kopfhörer, da sind auch Mikrofone dran. Gerade wenn man halt so draußen unterwegs ist, hoffe ich, dass die Tonqualität jetzt mit dem Mikrofon auch ein bisschen besser ist, gerade wenn Wind und ähnliches ist. Genau, eine Dead Cat. Ich gehe danach nochmal darauf ein, was ich noch zusätzlich in nächster Zeit kaufen will. Exemplarisch habe ich hier zwei meiner Powerbanks. Das hier sind jetzt knapp 20.000 mAh jeweils. Was natürlich gerade, wenn ich live gehe, mit dem Handy immer gut ist, wenn man noch ein bisschen Energie mit dabei hat, die man ins Gerät einpacken kann. Dann habe ich exemplarisch jetzt noch einmal einfach hier ein Case. Natürlich habe ich verschiedene Cases, Taschen für die entsprechenden Gerätschaften und einmal noch mein Stativ. Das ist von K&F Concept. Das KF
2624L. Werde ich euch hier drunter auch verlinken. Das habe ich unter anderem in Kassel mitgehabt. Das habe ich auch schon bei anderen Einsätzen gehabt. Und ja, das Schöne hier ist halt, wenn ich es nicht ausklappe, habe ich halt die Möglichkeit hier am Griff das zu halten. Ich kann den Kopf entsprechend drehen und auch zum Beispiel für Aufnahmen, die ich ein bisschen höher machen will, kann ich den rausnehmen. Das Schöne bei diesem Stativ ist, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, zum einen ist die Handyklammer mit dabei gewesen, die jetzt gerade das Q-Board hält. Und hier ist ein Monopod direkt mit integriert. Ist natürlich eine schöne Sache, gerade wenn man mal irgendwo auf einer Demo ist, kann man damit die Kamera hochhalten. Oder auch wenn man in Landschaften unterwegs ist, kann man hochhalten, eine schöne Rundaufnahme machen. Oder halt zum Filmen tatsächlich, wenn man im Sitzen ist und das Ganze ein bisschen ruhiger halten möchte, hat man da auch eine sehr gute Möglichkeit mit. Also ein Monopod und Stativ quasi in einem, inklusive Handyhalterung. Ach so, gut. Ja, kann man sogar noch höher ausfahren, seht ihr? Also man kann hier doch relativ viel mit dem Stativ machen. Ich fand es waren um die 50 Euro, meine ich, vollkommen in Ordnung vom Preis her. Es ist gut verarbeitet, stabil verarbeitet. Es ist nicht, ich habe noch so ein billiges Stativ. Das habe ich jetzt hier nicht mit aufgebaut, weil dieses kleine Mini-Stativ äußerst selten zum Einsatz kommt. Meistens dann, wenn ich irgendwo die Action-Cam mal hinstellen möchte und der Winkel von der Höhe einfach nicht passt, dann nehme ich manchmal das andere Stativ noch. Aber das hier ist halt für Interviews, die ich führe und so weiter, ist das eigentlich das optimale Stativ. Ja, das war jetzt soweit erstmal der größte Teil der Ausrüstung, die ich aktuell verwende. Natürlich habe ich auch ein paar Pläne, wo ich in nächster Zeit aufstocken und aufrüsten möchte. Da gehört natürlich die Kamera zu, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Da ist so das ein oder andere Gerät, was mich interessiert. Zum Beispiel die Panasonic FZ 2000er Serie, also 1000er bzw. 2000er. Die Kameras würden mich interessieren, weil die halt auch für das, was ich vorhabe, sehr gut geeignet sind. Mit Mikrofonanschluss und verschiedenen Geschichten. Das ist eine Bridge-Kamera. Ja, zu der Sony quasi ein aktuelleres Nachfolgemodell. Ich glaube, die ZV-1 heißt die. Ja, für Videoaufnahmen möchte ich noch in nächster Zeit eine Drohne holen. Da steht mir die DJI Maverick Mini, glaube ich, heißt die vor, weil man die wohl auch ohne größere Geschichten nutzen kann. Ja, stativmäßig, kameramäßig vielleicht nochmal Richtung GoPro. Ist für mich auch so ein Thema, da nochmal aufzurüsten. Gerade für die Bikepacking-Touren wäre es natürlich schön, noch so die ein oder andere zusätzliche Kameraperspektive zu erzeugen, indem man halt nicht nur eine Kamera nutzt, sondern vielleicht zwei, drei am Fahrrad anbringen kann. Genauso natürlich, wenn wir Wandertouren machen, dass man dann auch mal so Durchlaufszenen in verschiedenen Winkeln machen kann. All sowas steht mir davor. Ja, ich sag mal, für die, die jetzt anfangen möchten mit YouTube, deswegen vielleicht auf dieses Kameraausrüstungsvideo getroffen sind. Leute, ich habe angefangen mit einer ganz simplen Handykamera. Ihr habt im Handy schon sehr viele Möglichkeiten, da was zu machen. Die Kameras heute sind teilweise echt schon top in den Geräten. Mikrofone könnt ihr euch einfach holen. Natürlich ist auch der ein oder andere Adapter bei manchen Geräten notwendig, muss man also auch dazu sagen. Zum Beispiel hier bin ich auch mit einem USB-C-Mikrofonadapter dran, weil das Q-Board Mini halt nur ein USB-C und keinen separaten Kopfhörerausgang mehr hat. Ja, kleiner Teaser schon fürs nächste Video, was kommen wird im Bereich der Ausrüstung. Da wird es dann so ein bisschen um das Thema Outdoor-Ausrüstung gehen. Wie gesagt, ihr wisst, ich mache viel, es sind viele Projekte auch geplant fürs nächste Jahr. Da ist natürlich das Thema Ausrüstung, Transport von Ausrüstung und so weiter auch sehr wichtig. Ja, vielleicht werde ich auch noch so einen Kurs machen, der hier mit dieser Art von Messer zu tun hat. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Tauchermesser. Zum einen eine normale Schneide, eine Säge und hier ein sogenannter Line Cutter.
ist, wenn man sich zum Beispiel in einer Schnur verheddert, kann man die damit relativ einfach durchschneiden. Diese Messer kann man auch zum Beispiel beim Schwimmen mitnehmen. Da hat man ja auch schon mehr wie eine Situation mit, ich sag mal, Algen, Schlingen, Unterwasserpflanzen gehabt, die da vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen, ja, brenzlig geworden ist. Ja, das war es jetzt soweit eigentlich mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja gerne mal Kommentare, Tipps, Anregungen, auch Fragen gerne in die Kommentare hauen. Ich denke mal, diese Perspektive werdet ihr jetzt bei den Talk-Videos im Generellen häufiger sehen. Ja, wie ihr wisst, ich bin dabei, den Kanal aufzubauen, auszubauen, auszuweiten und ja, solange wie ich halt noch keine geeignete Folgeimmobilie zu dem jetzigen finde, werde ich mich halt hier so gut es geht irgendwie arrangieren müssen und entsprechend ja, meine Sachen hier in den Bereichen aufnehmen, die mir möglich sind. In dem Sinne, meine Lieben, bedanke ich mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Tag, Nachmittag, Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Liken, teilen, kommentieren, freue ich mich jetzt mal drüber. In dem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten, euer Mike.